Wollen Sie nach draußen gehen und sich abknallen lassen? Aha. Ich kann ja erstmal was verkaufen. Ja. Die da. Wir haben ja auch voll viele Anzüge und so. Oh Mann, ey. Was wir für dämliche Sachen mit haben. Ja, haben wir für Pfeile. Warum? Warum nicht? Recyclen brauche ich auch nicht. Der kann dir nicht mehr geben. Ist egal. Soll ruhig sein. Soll das nehmen. Ist den Scheiß. Kann die Overalls irgendwo noch verscherbeln, ordentlich? Bestimmt, irgendwo. So, dann gib mir bitte Snipex. Ungefähr, na, 7 Stück. Da halt keine 7 Stück. Hallo? Na, ich könnte ja einfach mal rechnen, ne? Ja. So. So. Wir haben unsere ersten Korken. Sind verdient. Sie fertig? Gut. So, ich will nicht mehr hier reingucken. Sieht irgendwie komplett anders aus. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Nein, nein, ich bin schon ruhig. Ich gehe ja schon. Oh mein Gott. Aha, ein Siedler. Saloon, Sheriff, willkommen. Klinik, kommen, irgendwas. Da will ich aber jetzt noch mal schnuppern an der Tür. Ja. Aha. Da wohnt der. Ist aber schön mit den Lichtern da so, diese. Ja. Was? Hey, Walter. Was? Ja, wie bitte? Wie kann ich hier helfen? Nun, alle wissen, dass die alte Wasseraufbereitungsanlage bald den Geist aufgibt. Ich bin der Einzige in der Stadt, der das Ding in Gang halten kann. Ich verbringe so viel Zeit in der Anlage, dass ich mich nicht um die Lecks kümmern kann, die Rohre in der Stadt ständig bekommen. Nun, ich erwarte von Fremden nicht viel, aber falls Sie sich gut genug auskennen, können Sie diese Lecks suchen und ausbessern. Okay, wie viele Lecks gibt es? Dem Druck in der Anlage nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es in der Stadt insgesamt 3 Lecks gibt. Überprüfen Sie die Rohre und die Ventile. Die Lecks sind unter Umständen schwer zu finden. Können Sie die Rohre nicht flicken? Hat er doch gerade schon gesagt. Ich könnte sie reparieren, kann aber nicht den ganzen Tag Lecks suchen. Dieser rostige Aufbereiter fällt auseinander, wenn ich ihn nicht ständig flicke. Ich kann nur dann eine Pause einlegen, wenn ich das Ding über Nacht ausschalte. Aber wenn das Wasser nicht fließt, kann ich nicht nach Lecks suchen. Okay, ich werde es mir merken. Ich werde es mir merken, genau. Ich hoffe. Ja. Tschüss. Tschüss. Wasseraufbereitungsanlage. Mhm. Also hier muss ich nicht rein, aber ich wollte mal gucken. Okay. Steht ihr Gott. Der. Was geht ab? Breaker ist halt Lagerraum. Was ist auf einmal zu. Abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Das war gerade noch offen. Ja. Das habe ich aber auch gesehen. Der hat das bestimmt zugemacht, der Arsch. Ja. So, ich suche jetzt die Lecks. Die Lecks, die Lecks, die Lecks. Ein Leck weiß ich sogar noch halbwegs aus dem Kopf, wo das war. Das ist, also hier ist das die Rohre. Mhm. Und die Lecks sieht man eigentlich, in denen der Wasser raussprudelt. Sind die sehr offensichtlich? Ja, also wenn da eins ist, wenn man drauf guckt, dann ist das offensichtlich, ja. Hm. Aber er hat doch gesagt, nachts schaltet er die aus. Nein, die schaltet die doch nicht aus. Nicht? Nein, er sagt. Ach so. Wenn er die ausschalten würde, könnte er weg. Temperatur versuchen. Ja.
So, zwei noch, ne? Ja. Ich hab gehört. Ja, du hast meine Ratsche gefunden. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen ja, und Kinder sich versammeln, um die Macht des Ja, das war's. Die beiden anderen weiß ich nicht mehr auswendig. Lasset die, die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten ertönen. Hm. Oder sollen wir jetzt keine Lex suchen? Sollen wir raus? Es ist schon schwer, wenn es dunkel ist. Finde ich. Was? Lex zu suchen? Mhm. Da sieht man nicht so viel. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, die Viecher. Hier kann, glaube ich, noch eins sein. Jo, da links. Ja. Bin ich aber angespornt, weil dann muss ja nur noch eins sein. Ja. Dann hätten wir das ja geschafft. Direkt. Wir sind ja nicht mal hoch in der Nähe, wo du gerade bist. Tut mir leid. Ja, sieh mal an! Frisches Blut! Haben Sie schon mal von der Enklave gehört? Dem letzten Überrest der guten, alten USA? Ich kenne sie überhaupt nicht, aber ich halte sie für eine Patriotin. Und alle guten Patriotinnen werden ihre Waffen für die Enklave einsetzen. Bald sind sie hier. Dann hat der Albtraum endlich ein Ende. Aber was rede ich Ihnen die Ohren voll? Ich bin Nathan. Was kann ich für Sie tun? Ja. Du sagst, da sind keine Rohre? Nee. Da ist die Rohre. Ja, da waren wir aber gerade, haben wir schon eins geflickt, ne? Nee, das ist auch. Aber ja. Das Rohr ist theoretisch nicht beschädigt. Dann geht das da rein, das geht hier so weiter, geht hier runter, geht hier rüber. Ist hier unten? Ist das Rohr. Die enden da einfach. Wer ist das? Das ist Mr. Siedler. Die anderen waren so offensichtlich. Ich glaube nicht, dass das eigentlich versteckt ist, aber ich traue dem nicht. Um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder. Da oben, jo. Lasset die, die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten Saturn. So. Sollte ich irgendwie nah dran sein, ne? Mhm. Wo war's denn? Hä? Naja, passt. Vom Rumklettern. Okay. Ah. Okay, hab ich nicht wehgetan. Gut. Dann sag ich kurz Bescheid und dann gehen wir raus. Wir bringen Briefe. Juhu. Ja. Aber das Mädel habe ich trotzdem nicht gefunden. Schläft er auch da drin? Ja.
Ich hab da hinten das Bett gesehen. Ja, aber heißt ja nicht, dass der da drin übernachtet. Jetzt legt er sich erstmal hin. Er ist ein anderer. Geostahl? Verdammt! Sie sind neu, richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ja! Hey. Aha. Naja. Ach, komm schon. Komm schon. Also. Hey. Was darf's denn sein? Die Rohrleitungen wurden alle repariert. Das ist ja... Die Anlage hat wieder vollen Druck. Sie haben offenbar alle Lecks ausgebessert. Danke. Ich danke Ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie wieder reißen. Und dann ist vielleicht niemand hier, um Sie zu reparieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen von mir Kronkorken für jedes Stück Alteisen, das Sie mir bringen. Altmetall gibt's genug. Es liegt im ganzen Ödland verstreut. Mit einem kontinuierlichen Nachschub an Altmetall kann ich die Anlage und die Rohre instand halten. Was meinen Sie? Scheiße, dass ich den Kack eben seit... Ja, hast du verkauft. Hört sich gut an, ich bringe die Teile mit, die ich finde. Hervorragend! Diese Teile werden die Anlage und die Wasserversorgung der Stadt in Gang halten. Kommen Sie gleich zu mir, wenn Sie wieder Teile finden. Okay. Mal gucken. Ja, stimmt, hast du beim Arzt verscherbelt gerade. Ja. Die zwei Stückchen, die wir hatten. Wiederholen will ich mir das heute nicht. Nee. Warum ist das Mädel? Das war ein Scheiß. Ich bin nie sicher, ob das Türen sind. Wirklich nie. Ja, das sieht eigentlich aus wie eine Wand. So, oh, guck mal, da stehen welche. Oh. Crazy Wolfgang und, ja. Willkommen im fahrenden Schrottladen von Crazy Wolfgang. Abfalldepot, Müllbazar und Plundermarkt. Nun, welchen Krimskrams kann ich, der verrückteste aller möglichen Wolfgangs, Ihnen denn anbieten? Crazy Wolfgang hat genau das, was Sie brauchen. Zumindest, wenn Sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Eine Krücke. Oh Mann. Ich glaube mal Stimpex, ne? Ja. Ich brauche den Rocketwerfer. Ja, das war's. Ein weiterer zufriedener Kunde. Jo. Ja, da habe ich echt nicht viel mitgehabt, ne? Nö. Daten. Ja, Amata, das Dings. Grüße aus Brand Lookout, bla bla bla. Gut. Botschaft übermitteln. Die sind da. Aber die Grillen überleben alles, ne? Die überleben alles. Würde mich nicht wundern, wenn da so Riesengrillen nachts irgendwo rauskommen, ey. Übrigens. Gleich müssen wir den Ton schneiden. Okay. Ja, wir haben euch ja gesagt, dass wenn hier diese Augenbots kommen mit den Liedern, dass wir da ein bisschen schneiden müssen, dann wird jetzt gleich der Ton einmal weg sein. Aber dafür werden wir... Okay, er redet gerade, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn jetzt Musik gelaufen wäre... Ich kann schnell weglaufen, dann geht das schon. Ja, aber vielleicht liegt da ja irgendwo was, was man noch verwenden könnte. Könnt ihr mal in dieses Haus reingehen? Nee, ich geh weg. Hier ist gefährlich, weil der Augenbot, der spielt ja gleich patriotische Lieder. Ach. Und ich will den Ton lieber nicht, lieber so selten wie möglich schneiden. Ja, das stimmt schon, aber man kann doch trotzdem ein bisschen gucken, ob man irgendwo was plündern kann. Ja, ich suche auf jeden Fall die Konfigurationsdateien, suche ich nachher raus. Versuche ich und dann versuche ich die rauszulöschen, damit die nicht mehr wissen, was sie eigentlich abspielen sollen. Die Brücke, wie die aussieht, ne? Ist geil, ne? Ja. Ich bin mal so gespannt auf den neuen Teil von Fallout.
Wenn er irgendwann mal in 2 Jahren rauskommt oder so. Ja, also wie fester ist er auf jeden Fall, das war vor 2 Jahren oder so, sind die ja in Kalifornien, glaube ich, rumgefahren und haben Fotos gemacht. Aber das heißt nicht, dass das nächste Fallout-Teil in Kalifornien sein wird, sondern nur, dass das angedacht ist. Bewegen sie aber schnell, die Dinger. Was ist denn da? Nichts. Hä? Jetzt ist es weg. Ah! Ich weiß, was das sind. Was sind das denn? Sind das Unsichtbare? Das sind Hunde. Ach, Hunde. Schleichen die, oder? Ja, die sind nur nicht so groß. Aber die laufen hier überall rum. Okay. Die können ziemlich schnell sein. Hm. Oder sind die da oben drauf? Hm. Weil das kann auch sein. Mhm. Aber Hunde sind ziemlich schnell. Ja, ich erinnere mich. Das will ich gucken. Was war das? Mit anderen Silvesterböller fliegen lassen. Wie du auf einmal leise bist. Ja. Hallo? Das Spiel ist tödlicher als New Vegas. Echt? Ja. Ich finde New Vegas schon ziemlich tödlich. Erstmal speichern. Optionen, Gameplay. Ah, oh, sehr leicht, schön. Ja, speichern. Erstmal speichern, so zur Sicherheit, so nach einer Stunde mal, ne? Ja. Obwohl, ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Ach, komm. Ganz ehrlich, ich riskier's. Hm? Ich riskiere Autospeichern. Ja. So, ich wollte wissen, was das ist. Wir müssten gleich mal eine kleine Pause einlegen. Ich habe da so ein Bedürfnis. Ah, ein Bedürfnis. Ich dachte erst, das wäre so ein Panzer oder so ein Zeug. Also eine Rakete, die im Panzer festhält. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, was es eigentlich überhaupt darstellen soll. Hm. Ich denke mal, oben drauf ist eine Rakete mit so einer Startstation halt, ne? Ja, aber warum hat das so dicke... Weiß ich nicht. Naja. Ach, das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Ja, klar, das ist ein Schild. Guck doch. Oh. Red Rocket. Ah. Jetzt macht's Sinn. Okay, Pause sagst du? Ja. Jetzt? Das wäre cool, wenn du einmal kurz auf Pause drücken würdest. Dann gehe ich kurz und dann komme ich wieder und dann machen wir schnell weiter. Also einfach kurz Aufnahmepause? Ja. Oder ich lasse einfach stehen. Und dann schneiden wir das einfach nachher raus. Können wir auch machen. Okay, weil ist einfacher. Dann bis gleich, wir schneiden jetzt kurz. Bis gleich.